Hallo Leute, Freunde und lautlos Pupser, da sind wir wieder in unserer eigenartigen WG. Die hat Lala gerade Musik gehört, jetzt aber weg. Und hat... Mann! Da ist Ari geht schon wieder nicht zur Arbeit, oder was? Was ist denn mit dem? Oder ist das immer noch der Tag, an dem er eh blau macht? Nee, den Anruf von seinem Chef hat er doch gestern schon gekriegt. Was ist denn mit dem? Ist er schon wieder nicht zur Arbeit gegangen? Ach Mann, Are. Die plaudert mit Lala, ob das was wird. Und Mima malt ja schon wieder. Oh, freiwillig diesmal. Neues Bild. Fein, Mima. Schön, das verkaufen wir. Wir brauchen Geld. Kleines realistisches Gemälde. Ja, fein. Sehr schön. Oh, da unten sind zwei Rentner unterwegs. Niemand, den wir kennen. Schön vorsichtig, Mima. So, und wir gucken mal gerade, wie das Gespräch hier unten mit Flü und Lala läuft. Ich würde gerne mal wieder was Fastfood essen. Ja, ja, oh, aha. Eben hat da oben noch Mima umarmt. Da ist Lala vor Schreck ja direkt vom Trainingsband gefallen. Und jetzt macht er sich an Lala ran. Aha, wo gehen die beiden denn jetzt hin? Ach so, also Lala geht aufräumen. Ich weiß nicht, was Plü vorhat, aber... Plü muss bald bei der Arbeit sein. Plü räumt auch auf. Oh, sie räumen um die Wette auf. Hm, Lala guckt ihm hinterher. Was immer Plü gemacht hat, immer scheint zu laufen mit den Ladies. Was ist das ja komisch. Okay. Oh, Mima hat fertig gemalt. Und jetzt möchte sie ein Glas Milch trinken anscheinend. Ja, das ist alles schön gut, aber wir, was mit dem Bild? Wow, wo sind wir? Wo ist das Bild? Oh Mann, das ist ja ein kleines realistisches Gemälde. Ja, total realistisch das Haus. Die Perspektive. Mann, sowas Realistisches habe ich noch nie gesehen. Mann, Mann, Mann. Was bringt denn das, wenn wir das... Lass uns erstmal was trinken. Also das behalten wir natürlich nicht. Das wird verkauft. Verkaufen wir an Sammler Kunstgalerie. Wie viel ist es wert? 41, das lohnt sich ja kaum. Hier, wir verkaufen es an Kunstgalerie. Weg damit. Ach so, jetzt muss die arme Mima wieder ein bisschen rumlatschen, um das blöde Bild zu verkaufen. Ja, das... Ach, was denn das hier für ein Mist? Beide zusammen kaputt gegangen. Oder sie sind beide sauer aufeinander, pissen sich jetzt gegenseitig an. Ja, toll. Und Are... Ja, Are kommt zu spät. Was, jetzt trainiert der auch noch? Geht doch zur Arbeit, wenn du... Was ist denn nur los mit Are? Are flippt völlig aus. Geht mir gut, ich bin gut drauf. Ja, yeah, Arbeit brauche ich nicht. Hey, hey. Ich schlag zu. Also, Flü geht brav zur Arbeit. Könnten wir Are denn noch zur Arbeit schicken? Zur Arbeit gehen? Weil, also eigentlich schicke ich sie ja nie zur Arbeit, aber zwei Tage hintereinander. Am Ende wird er noch entlassen. Geh jetzt wenigstens zur Arbeit. Wusste ich gar nicht, dass das geht, wenn es schon rot ist. Alles klar. Hast du dir so gedacht, wie? Ist auch noch Energie geladen. Ideal stimmt, wer konzentriert, aber egal. Vielleicht wird er befördert. Er kommt total zu spät und wird dann befördert. Hm, ich weiß nicht. Komisch. Wieso ist Are nicht zur Arbeit gegangen? Es geht ihm doch auch gut und so. Einfach mal keine Lust. Oh, Lala hört da hinten Musik. Da Resi und Lala, okay. Das was wird. Die gucke ich nur mit dem Arsch an. Oder doch nicht. Außer Arbeit gegangen, na wunderbar. So, was ist mit euch beiden hier? Oh, dieser blöde Dreck, ihr könnt ja auch mal aufräumen. Oh, lass ich drücken, ja. Ich muss dringend mal mehr Bücher lesen. Du bist viel klüger als ich, glaube ich. Dafür bin ich sportlicher. Und die hat keine Ahnung von Musik. Das war ein kurzes Gespräch. Viel zu sagen haben sie sich nicht, aber immerhin verstehen sich. Auch Lala, also gar nicht mehr so aggro wie früher. Und jetzt tanzt sie ab.
Aber er muss dringend mal ein bisschen mehr essen. Ich habe das Gefühl, er wird immer dünner. So, Ares zur Arbeit gegangen, weil wir ihn gezwungen haben. Aresi geht's gar nicht gut. Muss ich irgendwas machen? Nee, fertig mit Tagesaufgaben. Oh, Aresi kommt ein Tanz mit Lala. Mima malt schon wieder. Die haben wir raufgeschickt, um das Gemälde zu verkaufen. Oh, Pop-Up-Gemälde. Pop-Art. Pop-Up. Ein Pop-Up-Gemälde. Ja, das sieht ja schrecklich aus. Und jetzt wird... Oh, all drei da... Ja, warte, das verkaufen wir mal später. Die Damen treffen sich unten bei der Musik und führen eine lockere Unterhaltung. Bis jetzt lief es nicht so gut mit Lala, aber im Moment scheint Lala gut drauf zu sein. Sie werden alle umarmen sich. Ja, und jetzt geht's noch weiter. Alle Weibchen verstehen sich auf einmal. Aber sie, achso, Mima muss erst dazu kommen, dann können sie erst weitermachen. Das ist auch mal so Spaß. Batz ist wieder da, schön gearbeitet, fein. Oh, warum mögen sie sich denn auf einmal alle? Habt ihr irgendwas im Kaffee gehabt? Was sind hier los? Ach, du bist ja ein ganz schön Störtchen, weißt du, wollte ich schon länger mal sagen. Mag ich total gerne und so. Ich bin gar nicht immer so fies. Also bin ich schon, aber ich meine es nicht so oder so. Okay, jetzt erzählt sie irgendeinen Unsinn über Roboter. Und niemand denkt schon ans Aufräumen, aber ich will lieber aufräumen. Was erzählt die da von Robotern? Und da gab es eine riesige Explosion, verstehst du? Ein Film mit Robotern. Interessiert dich wohl nicht, hä? Ich stehe auf Roboter. Und auf Müll. Jetzt redet sie wieder über sich selbst. Und wie man nur. Okay. Hauptsache, sie schüttet mir kein Getränk ins Gesicht. Ich stehe eher auf Panzer. Da habe ich schon viel drüber gelesen. Ich lese gerne Bücher über Panzer. Und schön. Nee, doch nicht. Ihr seid zusammengetan. Ich weiß nicht. Oh Gott, Batzel. Yeah. Batzels Balztanz. Zweite Runde. Flü bringt immer noch die Masche mit dem Privatjet. Total doof, oder? Aber irgendwie ist er lustig. Das läuft hier. Ich weiß nicht, wieso es läuft. Auf einmal vertragen sie sich alle mit Lala. Oh, niemand denkt an Batzel. Yeah. Wo ist denn Aresi hin? Aresi redet wieder mit ihren Pflanzen, alles klar. Kümmere dich mal lieber um den Müll hier, Batzel. Yeah, wieso ich? Ich will lieber im Müll. Yeah, den zeig's. Oh, mein Batzel, du Idiot. Damit machst du bestimmt keinen Eindruck. Ja, da geht Batzel. Was war das denn wieder für eine Nummer von Batzel? Der spielt doch. Warum mögt ihr euch auf einmal? Du bist ein richtiger kleiner Stern, wenn man dich mal kennt. Ja, und fliegen mag ich auch nicht. Wir sollten mal was Gutes zusammen essen. Oh ja, das wäre schön. Aber Aresi schafft es ja irgendwie nicht mit ihrer Kochkarriere. Die könnte mal gut für uns alle kochen. Oder wir könnten mal einen Kaffee trinken gehen. Was meinst du? Mal ein paar Typen aufreißen und so. Yay! Da geht's auch mal ab. Die spinnen die beiden. Aber ich meine, schön, wenn sie sich jetzt unterhalten. Ja, guck mal, auch nicht mehr. Bis jetzt hatten sie immer so ein negatives Verhältnis. Ist weg, schön. Ja, seht ihr mal, Musik verbindet. Und da ist er weg. Ach, Lala geht's total schlecht. Aber ist wieder da, hat so gut wie nichts verdient. Tolle Arbeit. Achso, weil er viel zu spät kommt. Und befördert worden ist natürlich auch nicht, aber er hat tolle Arbeit geleistet. Das wisst ihr aber auch nicht. Die kriegen also tatsächlich nur für die Stunden, die sie wirklich gearbeitet haben, dann auch Geld. Also der ist ja heute später zur Arbeit gegangen. Okay. Batzel nimmt erstmal ein schönes Bad in Plüs Badewanne, warum auch immer. Aresi ist auf Ares Toilette.
Achso, warte, wir hatten noch irgendwo kaputte Toiletten, oder? Irgendwo musste doch was repariert werden. Ach ja, hier hinten. Ich könnte A das operieren, aber A ist so fertig, der schafft es, glaube ich, gerade noch ins Bett, ne? Ah, 125. Oh, das hier könnten wir verbessern. Aber es geht nicht, weil es kaputt ist. Kann man, wenn man sich dann ein besseres Klo kauft, kann man die Teile dann da wieder ausbauen? Das ist ja nur so ein Schrottklo. Ich komme einfach nicht dazu, das mal nachzulesen. Das ersetzen, das auch ersetzen. Fertig, was soll's. Oh, achso, und das wollte ich noch zeigen. Ich habe ein bisschen hier Mimas tolles Gemälde. Die MoMA, Mona Mima habe ich doch umbenannt in... Weil es irgendwie lustiger klang, in da. Da. In Mima Lisa. Nicht Mona Lisa, sondern Mima Lisa. Und habe ich sie hier hingehängt an die Bar und habe noch eine Leuchte dafür gekauft. Hübsche Deko, dachte ich mir, hier. Dann haben sie einmal ein schönes Bild an der Bar und gleichzeitig noch Beleuchtung. Und warum ist die eigentlich an? Oh, die hat sogar eine emotionale Aura. Die, achso, nee, die, hä? Wenn ich, achso, die Leuchte hat eine emotionale Aura, das ist schon, ja, mach mal. Und wir wollen automatische Lichter. Alle. Schön, ja, so ist gut. Fein. Erledigt. Aresi, was machst du denn? Aresi möchte schlafen gehen. Achso, nee, das war, ich habe Aare noch aktiviert. Okay. Ha. Die verstehen sich auch alles besser. Ich weiß nicht, warum die sich auf einmal alle mögen, aber irgendwie jetzt funktioniert. Vor der kaputten Waschdings hier. Hübsche Frisur hast du übrigens, wollte ich dir schon länger mal sagen. Mit, ich glaube, ich muss bald mal ins Bett. Ja, und du hast ein tolles Lächeln. Vielleicht wollte ich dir auch schon längst mal erzählen. Was läuft denn hier? Und dein Musikgeschmack ist auch super. Vertreib die Regenwolken. Oh, du bist so nett. Wir sollten auch mal raus einen Kaffee trinken. Vielleicht mal eine Kunstgalerie. Interessierst du dich für Kunst? Oder eher in den Zoo? Wir könnten auch mal in den Zoo gehen. Nee, nicht in den Zoo, da gibt's Frösche, ich hasse Frösche. Wie, Frösche, ekelig. Ich stehe auf Roboter, verstehst du? Große, gefährliche Roboter. Und, auf Bären. Was reden die denn da? Oh lala, find das auch super. Ja, wenn schönes Wetter ist, können wir mal was unternehmen. Super Idee, oder mal, Sport. Bist doch Sport drin, nimm ich doch mal mit ins Stadion. Dann können wir ein paar Sandwiches essen. Nee, das heißt, ich esse die Sandwiches und du machst Sport. Tschö. Ja, danke fürs Gespräch. Ja, aber hätte schlimmer laufen können. Ein friedlicher Abend, Donnerstag kurz vor 0 Uhr. Nichts mehr los draußen. Alla, macht was zu essen. Pfannkuchen, lecker. Achso, da hat wieder jemand Essen auf die Erde gestellt. Warum auch immer sie das machen. Pfannkuchen. Alles klar, Lala, pass schön auf. Verletz dich nicht beim Pfannkuchen machen. Plü, was machst du denn, Plü? Plü guckt konzentriert fern. Nee, gar nicht. Fernseher ist aus. Plü sitzt da und ist einfach konzentriert. Jetzt geht er tanzen, warum nicht? Mal schlafen gegangen. Oh, wenn sie aufwacht, lassen wir sie das Gemälde verkaufen, das sie gemalt hat. Das Pop-Up-Gemälde. Das Pop-Up-Gemälde. Okay, Plüs Tanzversuche sehen noch nicht so beeindruckend aus. Yeah, jetzt geht er ab. Jetzt hat er den Geruf. Lala geht schlafen. Alles klar. Schönen guten Nacht, Lala. Und vielleicht könnten wir dann, wenn du wieder wach bist, morgen vielleicht mal diese verfluchte Tagesaufgabe irgendwann mal fertig kriegen. Das wäre total super. Aresi nimmt ein verspieltes Bad. Hat ihre Tagesaufgabe auch fertig. Schön, Aresi. Oh, in Ares Badewanne. Warum nicht, Ares? Du verpasst was.
Hast ein Weibchen in deiner Wanne? Ja. Ich glaube, Aare. Aare verpennt es. Pü. Na, weiter tanzen? Ja, anscheinend nicht. Schlafen gehen, okay. Und niemand macht die Anlage aus. Das finde ich so blöd, dass die das nicht. Das verbraucht bestimmt zusätzlich Strom, ne? Ach, ist ja auch egal. Schalten, so, schön. Hier geht schlafen. Oh, er müsste sich mal um seine Tagesaufgabe kümmern. Wenn er wieder wach wird. Gute Nacht, Plü. Und Aresi geht's total gut. Aresi will im Müll spielen. Oh Mann, nein! Drei Haufen hier draußen schon. Die Müllgeister sind sehr aktiv in unserem Haus. Ich hätte gerne einen Müllgeist im Haus. Aber so wie es aussieht, haben wir einen. Ach, sie hat an dem Müllhaufen gespielt. Der Müllhaufen ist weggegangen. Also ich meine, hier, das waren doch eben drei. In dem einen hat sie gespielt. Jetzt ist er weg. Ich dachte, durch Spielen entsteht noch mehr Müll. Ach, sie hat den Müll weggespielt. Das ist ja schön. Und jetzt reden sie wieder mit irgendeiner Pflanze. Warum nicht? Oh, wir hätten auch Unkraut hier. Könnte sie, wenn sie fertig mit Reden ist, mal was tun. Welche Pflanze muss denn jetzt dran glauben? Hier, die... Der Glockenblumenstauch muss sich jetzt Aresis Geschichten anhören. Aber vielleicht ist es ja interessant, was sie so erzählt. Oh, 2 Uhr morgens und es fährt immer noch eine Straßenbahn. Die scheinen rund um die Uhr zu fahren. Anscheinend. Die scheinen anscheinend rund um die Uhr zu fahren. Ja, Obani. Oh, die Glockenblumen könntest du auch weiterentwickeln. Auf jeden Fall glänzen die. Nee, was glänzt hier das da? Doch, die Glockenblumen auch. Erstmal dürfen sie aber ihre Unterhaltung beenden. Bestimmt total wichtige Dinge, diese der Pflanze da erzählt. Der Pflanze. Mein Gott, was haben die denn dazu quatschen? Nee, halt, Moment mal, was? Was? Mikrowellenkuchen hat sie? Nee, von wegen. Hier, kümmere dich mal. Mach mal weiterentwickeln. Und alles ernten. Und bewässern. Achso, warte, jeden wollen wir aber auch, ne? Jeden, ja. Schön. Fein. Harte Arbeit hat sich ausgezahlt, Qualität gestiegen, wunderbar. Toll! Ups, kann ich bitte wieder runter mit der Kamera? Dankeschön. Tja, fein. Aresis Garten wächst und gedeiht, sehr schön. Macht dir Spaß, die Gartenarbeit. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir machen für heute hier Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's nicht zu oft, weil ihr wisst. Also macht's zwar gut, aber nicht so oft. Man wird blind davon. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Hoffe, alle hatten Spaß und ich sag tschö, bis zum nächsten Mal.